Ja, hallo zusammen. Ich bin Kiros vom Konzeptbüro der Roten Fabrik. Wir zeigen schon seit 1,5 Jahren zusammen mit Greenpeace Zürich die Filmreihe Nebenrolle Natur mit Filmen zum Zustand des Planeten. In diesem Zusammenhang haben wir auch dieses Jahr zum ersten Mal ein schon existierendes Festival in der Westschweiz und in Frankreich mit dem Namen Festival du Film Vert eingeladen, das heißt ein grünes Festival. Und was genau das zeigt und welche Filme es präsentiert, erfahren wir gleich drinnen im Clubraum von Edwin Moser von Greenpeace Zürich. Das ist also Edwin Moser von Greenpeace Zürich. Wir machen seit jetzt schon, wie lange? 2 Jahren fast schon, oder? Ja. Die genau. Reihe Nebenrolle Natur. Also Edwin programmiert, organisiert die Filme, wir stellen den Raum, die Technik, die ganze Administration zur Verfügung in der Roten Fabrik. Und jetzt haben wir was Neues. Dann kam er zum ersten Mal jetzt an mit dem Festival de Film Vert, das ja schon länger existiert in der Westschweiz und in Frankreich. Was ist das denn genau, Edwin? Das Festival de Film Vert, das gibt es schon seit 8 Jahren, dieses Jahr zum 9. Mal. Das ist ein Festival, das dezentral organisiert wird. Es gibt einen Sitz in der Nähe von Lausanne und jeder, der mitmachen will, der kann einen Raum mieten und der kann dort Filme bekommen und innerhalb von einem Monat Filme zeigen, die er dann auf eigene Rechnung lokal zeigt, selber die Filmvorführung organisiert. Und es hat natürlich toll zu uns gepasst, weil wir eh solche Sachen machen. Wir wollen mit unseren Filmen, unsere Diskussionen anheizen. Wir wollen Leute begeistern, sich für solche Themen zu interessieren. Und eben ein grünes Festival deutet ja schon an, um was es ungefähr geht. Aber was werden da genau für Filme gezeigt? Die Thematik sind grundsätzlich zukunftsrelevante Themen, das heißt die Themen, die uns in Zukunft einfach viel mehr beschäftigen. Vor allem ganz arg am Herzen liegt uns der Klimawandel, liegt uns die Ernährung, das Tierwohl, der Umweltschutz. Und es sind aber auch Themen dabei wie Gesundheit, Glück, Ressourcen und letztendlich spielen ja alle Themen irgendwo, irgendwann mal zusammen, wie zum Beispiel auch das heutige Thema beim heutigen Film Geld, die Macht des Geldes, die Geldverteilung. Letztendlich, wir müssen alle Lösungen zusammensuchen. Super Stichwort. Wir enden hier, weil jetzt gleich der Film beginnt hinter uns zu Goldman und Sachs. Und wer dann übers Festival hinaus noch Sachen sehen will, die Reihe Nebenrolle Natur geht weiter. Monatlich, immer donnerstags auf der Website nachschauen.